Hallo liebe Leute, ich bin's euer JP. Ich habe ja mal so ein bisschen rumgeschaut in der Liga von der MOL und mir ist immer aufgefallen, dass viele sich ja beschweren, dass halt eure Quarterbacks und so weiter ja nicht die Wide Receiver anspielen. Das habe ich mir immer angeguckt und ja, es liegt ganz einfach daran, und zwar ja, wie soll ich es denn ein bisschen erklären? Erklären wir es einfach mal so. Es liegt daran halt, es gibt halt dieses Confidence, wie ich das in dem Forum schon mal erklärt habe. Confidence ist halt sowas wie, ja, einfach übersetzt halt eine Spielermoral. Und das ist immer abhängig, wie gut der Spieler ist, wie gut er einen Boost bekommt. Ich glaube aber, hier kriegen sie alle, hoppla, 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 wie man sehen kann, 55. Und so weiter und so fort. Natürlich, komm. Würden wir jetzt mal sagen, komm, ich habe jetzt einfach hier meine Offline Connected Franchise einfach mal gestartet. Ich werde jetzt einfach mal bis Regular Season erstmal simulieren. Dann wird wahrscheinlich wohl jeder so seine eigene Confidence wahrscheinlich wohl haben. Damit wir so ein bisschen das verteilt haben von gut zu schlecht und so weiter und so fort. So. Wir haben jetzt Preseason Week 2. Ist ja egal, jetzt dauert es ein bisschen. Das ist aber egal. Ja, wie gesagt, Confidence ist halt Spielermoral. Bei den Quarterbacks kann man es nämlich am meisten nämlich merken, indem halt die Quarterbacks zum Beispiel auch viel beschissener werfen und so weiter und so fort. Und das ist ja natürlich auch, die Quarterbacks sind ja die ausgebenden Spieler dieser Sportart und die sollten auf jeden Fall eine gute Konfidenz auf jeden Fall haben. Es gibt im Prinzip so eine Skala. Also so ungefähr, die Skala geht ja von Konfidenz von 0 bis 99. 0 ist das Schlechteste, 99 ist das Beste, was du haben kannst. Und so von, sagen wir mal so von 40 bis 60 ist die Confidence so auf neutral, sag ich mal so, und alles was da drüber ist zum Beispiel ist halt gute Confidence, dann wie ich ja schon im Forum gezeigt habe, kriegen die Spieler einen kleinen Boost in ihren kleinen Werten da, auf ihrer Position. Und und wenn es halt natürlich jetzt das Gegenteil natürlich bewirkt, dann hat es natürlich andere Folgen, ist ja klar. So, genau. Confidence. Und sind alle doch gleich geblieben. Okay, ist interessant. Ja gut. Okay, erklären wir erstmal Game Prep ein bisschen halt, würde ich mal sagen. Game Prep. Genau. Wie man jetzt hier zum Beispiel sehen kann, ist ja Weekly Time Remaining von 56 auf 56. Gut, jetzt, da ich jetzt den John Harbaugh jetzt habe und jetzt keine Lust hatte, mir jetzt einen eigenen zu erstellen, weil es ja ein bisschen schneller ging, ist das so im Prinzip die Zeit, wie du halt zwischen die Trainingseinheitenzeit, die du halt zwischen den Spielen hast, sagen wir mal so. Die sind halt jetzt, das ist irgendwie auf 56 Minuten, Stunden, keine Ahnung, wie das jetzt geregelt sein sollte. So, fangen wir einfach mal an. So. Ja, das müssen wir nicht alles wissen. So. Ich werde es einfach erklären. Genau. Das ist egal. Receiver Coach, Offense Coordinator, Coach, Quarterback Coach, Game Prep. Gut. Das ist erstmal alles egal. So. Das erste, was ich hier habe, ist Recommended Activities. Das bedeutet, das ist halt von deinen Assistenztrainern halt. Ist das zum Beispiel halt so, was halt Aktivitäten, die wirklich jetzt Aufmerksamkeit gebrauchen halt zum Beispiel. Hier steht ja halt, the Bengals have one of the best passing defense in the league, lead by Leon Hall, our wide receiver need to be sharp. Also halt, sprich, wenn ich jetzt anklicke, genau. Ja, 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 so. Wide receiver group halt zum Beispiel halt, würde es jetzt beinhalten halt. Doch, es ist jetzt in 10 Stunden, es ist in Stunden unterteilt, gut zu wissen. Also das Weekly Time Remaining, das sind 56 Stunden, kannst du dich damit auseinandersetzen. So, genau. Es gibt halt zwei verschiedene Sachen, zum Beispiel, wenn man gemerkt hat, zum Beispiel steht hier Potential Reward, Confidence und einmal XP. So.
Viele meinen ja dann halt XP unbedingt zu sammeln, halt damit ihre Spiele auch besser werden, halt so zum auch so und so weiter. Aber wie gesagt, es reicht nicht, wenn du einen Quarterback zum Beispiel hast, der 85 Deep Accuracy hat, aber so eine schlechte Confidence hat, dass er noch nicht mal die kurzen Pässe an den Mann bringen kann, halt, ne? Das ist schon Beschissenheit, sag ich mal so. Wie gesagt, halt, Quick Comment Activities kann man sich halt sich, kann man sich mal so ein bisschen halten, was. Auf was man halt, was für ein Team man stoßt meistens, das ist ja macht schon meistens für dich der Computer, sagt schon zum Beispiel schon für dich schon an, was eigentlich normalerweise gemacht werden muss. Ja, hier sind jetzt hier eigentlich die 100, die 34 wichtigsten Sachen momentan so. Denke ich mal. Ja. Gut. Momentan Anfang zur Saison. Ja. Entschuldigung. Ist es auch natürlich alles noch sehr offen. Wie gesagt, Confidence. Scheint wohl zwischen 4 und 15 scheint ein bisschen sehr wenig zu sein, aber glaub mir, 4 machen schon einen großen Unterschied. Und glaub mir, Confidence im Spiel kann man nicht so leicht aufbauen. So, das nächste. In-game Drills. Das ist ein bisschen spezieller. In-game Drills, du kannst halt, wie gesagt, hier Quarterback Group und so weiter und so fort, auch die Note dann alles mit Confidence und so weiter zusammenhängt. Ist der Wes Walker als Tight End, okay. Ja, kannst nicht nur Confidence aufbauen, wie man merken kann, hier schon, es begibt natürlich sehr viel Stunden, sag ich mal hier zum Beispiel 18 Stunden, begibt sich das, aber guck mal hier, der Reward ist deutlich größer als bei, guck hier was, bis 2055, Recommend Activities, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man den Computer durchsimulieren lässt, guck, da sind schon teilweise, da kommt wirklich nichts daran, weißt du, so ist alles zwischen 1100 und 1700 und noch was. Oh, da haben wir sogar 1800. Ja, je nachdem, guck, da kostet es auch schon 10 Stunden als 8 Stunden. So. Und das ist natürlich auch noch abhängig. In-game Drills bedeutet, du kannst, du machst selber Training mit den Spielern. Und je nach deiner Leistung, wie du spielst, so hast du auch Erfolg. So sieht es nämlich dann aus. So. Du kannst natürlich aber auch individuell aussuchen, ob du jetzt Earn XP, also halt, dass du den Computer halt die XP zu raten zukommen lassen willst oder ob du jetzt das Confidence jetzt aufbauen willst. Uah. Okay, jetzt kann ich hier nicht den Unterschied kennen. Genau. Fangen wir doch einfach mal mit Ingame Drills an, damit man so einen kleinen Überblick hat. Ich würde mal sagen, raten wir doch einfach mal, machen wir das irgendwie auf. Genau, da haben wir ja mal hier Quarterback Passing Drill. Starte ich jetzt einfach mal ganz schnell. So. Genau. Machen wir nur mit Flacco erstmal. So. Guck hier, Recent Events kann man gerade schon noch, wenn man das gerade schnell gesehen hat, steht schon hier der Verlauf so ein bisschen, was er alles so gelernt hat momentan. Ja, Message Shine Box, das ist schon das nervigste Teil von allen. Das ist Ultimate Team, das interessiert uns nicht. Wie gesagt, man hat hier so einen festen Spieler, du hast hier eine feste Route, die du zum Beispiel machen musst. Und jetzt musst du genau den perfekten Moment herausfinden, um ihn anzupassen. Und man muss natürlich jetzt versuchen, jetzt von diesen 10 Versuchen natürlich jetzt so viele wie möglich anzuspielen. So, was habe ich jetzt? Da genau, den Schieß noch. Halt genau im richtigen Moment halt zu versuchen zu passen. So. So, hier, hast du das hinter euch anspielen. So, so, angespielt, alles okay. Zack, kommt nächster. Ja, läuft momentan soweit so gut. Aber auch selbst wenn sie schlechte Konfidenz haben, macht es schon wirklich am Spiel schon aus. So, also nicht dran verzweifeln, wenn man eins falsch macht oder so. Gut, hier ist es auch extrem einfach im Gegensatz zur Liga, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch nicht so schwer gestellt, jetzt die Liga. Okay, gut, da habe ich mich jetzt anscheinend noch nicht richtig gehalten.
Also hier in diesem Spiel Sinn ist es auf jeden Fall, wenn man sich jetzt nochmal die Beschreibung durchliest, halt, dass ich die richtige Richtung mit dem linken Stick drücken soll, halt, um den Pass ein bisschen zu modifizieren. Oh, die Pass. Oh, schön. So. Oh, Start dahin. Habe ich mir auch ein bisschen Angst vorgestellt, muss ich sagen. Da war gut geworfen. Ja gut. Egal. Silber. Ja, sollte auf jeden Fall mich weit bringen. Der Cover 6 ist gar nicht mal so schlecht, der Spielzug. So, genau. Results. Ja, leider nur 997 hinbekommen. Genau, das ist hier die History. Die kann man sich ja auch nämlich angucken, hier unter Game Prep. Wenn man halt hier da View History sich anguckt, dann kann man, wenn man drauf geht, kann man zum Beispiel hier Game Prep Recap sich anzugucken, halt zum Beispiel, was die jetzt die letzten Wochen so gemacht haben. Und hier zum Beispiel kann man auch vergleichen, halt hier, manche haben auch Experience, das ist hier die Experience Marke. Gab es auch irgendwie Confidence oder sowas jetzt dabei? Ich glaube nicht. Nein. Genau. Confidence Changes. Ja. Kann ich gleich nochmal zeigen in der MOL-Liga. Und wenn man jetzt ganz genau rechts oben mal guckt, hier bei Weekly Timer Remaining, also unter dem John Harbaugh Push Abzeichen und so weiter, kannst du jetzt sehen zum Beispiel halt, dass jetzt Weekly Timer Remaining ist von 38 auf 56 jetzt nur noch dran steht. Weil natürlich hier der, genau hier wie man sehen kann, ich weiß jetzt nicht mehr was das war davon, aber ich denke auch, dass es bei 18, genau hier, da war nicht der Lack mit dabei. Hat natürlich jetzt, wenn man 18 von 56 nämlich abzieht, dann kriegt man nur noch 38. Also pro Spieler wird dann 18 abgezogen, halt, muss man auch natürlich aufpassen, was man machen will. Ja, Earn XP, auch ganz einfach. Was nehmen wir denn? Machen wir erstmal Recommend Activities, genau. Komm, nehmen wir einfach mal einen Wide Receiver auch noch dazu. Sogar zwei können wir sogar noch nehmen, wow. Genau, nehmen wir den Senior und den Tory. Genau. Genau, die haben jetzt Confidence auch noch mit dazu bekommen hier. 8 Confidence, 6 Confidence. So, gehen wir wieder zurück. Genau, dann können wir noch eher ein XP noch machen. Ah ja, kann noch. Ne, sogar 2 können sogar noch. Ja, ist ein Wahnsinn. Genau, gehen wir mal auf den Quarterback nochmal. Nehmen wir den Tyrod Taylor einfach mal. Genau, der hat jetzt 834. Ja, ist natürlich je nach Leistung halt natürlich auch dementsprechend halt und auch je nachdem, was man für ein Coach auch ist halt, ne? Oder was für man für Mitarbeiter natürlich im Team hat, ist natürlich auch mal wieder abhängig davon. Also er hat auf jeden Fall, muss ich sagen, ein gutes Training gehabt, auf jeden Fall mit dem NXT. Es ist unterschiedlich, wie gesagt. Für gute Leistung wird man auch mit guter Leistung auch belohnt. So, jetzt angenommen. Ich habe jetzt zwar noch 8 Stunden noch übrig, aber ich mache das jetzt einfach mal schnell. Angenommen, man hat jetzt noch so ein paar Stunden noch übrig, dann kann man hier das hier machen. Dann halt kriegt hier zumindest hier der ein oder andere auch noch ein bisschen was, ohne dass es jetzt wirklich ausläuft jetzt. Blöd, sag ich mal so. Genau. Dann sollte man vielleicht zum Beispiel, also ich nehme zum Beispiel manchmal auch Kicker und Panther dazu, weil die kriegen nicht immer so viel in den Spielen halt, ne. Auch zum Beispiel die Rookies zum Beispiel. Ein bisschen drauf achten, was vielleicht noch ein Rookie hier. Tuta ist noch ein Rookie. Darren Stewart ist noch ein Rookie. Wer ist noch alles hier? Ja, Juszczyk ist auch, kommt noch. Gilmore. Ach, wer noch hier so ein bisschen paar Dings XP noch benötigen könnte, halt, wo man noch ein bisschen merkt, der hat was drauf, aber man muss halt ein bisschen auf ihn bauen und so weiter. Sagen wir mal so. Genau hier, die kriegen zwar nicht viel, aber die kriegen immerhin etwas für eine Stunde. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt haben wir natürlich jetzt 0 von 56.
würde jetzt zum Beispiel jetzt in die Links gucken, Competence halt hier, genau, Gameplan, Facing Rate, die Pass, die 6 und 8 dazu bekommt, Competence. Mhm. Genau, ich gehe jetzt einfach mal rüber in die andere Liga, dann kann man einmal nämlich gucken, wie das halt das Verhalten zum Beispiel jetzt hier im Vergleich ist. So, genau. Weil wir sind ja schon mittlerweile bei Week 5 und wir haben ja schon eine Saison durch, darum sind jetzt bei mir eigentlich auch die Confidence-Skala regelrecht auch richtig gut verrückt. So, genau, hier, Leading the Pack. Ja, da habe ich nämlich auch 0. Als Creator-Coach hat man natürlich dann nur etwas weniger über diese Woche oder morgen schon eigentlich, Donnerstag, um 17.30 Uhr gegen die Bills. Mhm, genau, Progression Players kann man ja auch noch so ein bisschen erzählen, halt, wie gesagt. Man hat ja verschiedene XPs hier, Sammlungen hier von den Spielern, die ja während des Spiels ja irgendwie kann man hier einsetzen. Trades ist natürlich auch so eine Sache halt, zum Beispiel hier Big Hitter. Eigentlich ist alles, was Trades ist, auch recht wichtig, muss man natürlich sagen. Ist natürlich alles wichtig. Klatsch. Zum Beispiel, viele haben gefragt, was ist ein Klatsch? Ja, Klatsch bedeutet nichts anderes als, ja, wie soll man das im Deutschen übersetzen halt. Wertvoll, sagen wir mal so. Wertvoll halt in kritischen Situationen ist dieser Spieler nämlich wertvoll. Jetzt gut, hier hat er jetzt natürlich den Darius Smith keinen. Und in halt den Schlüsselmomenten halt, wie gesagt, kriegt er halt der Spieler halt einen Schub. Ich glaube, irgendjemand, genau, mit Terrell Sox habe ich glaube ich den Trade schon freigeschaltet. Genau, Big Hitter habe ich zum Beispiel freigeschaltet. Also zum Beispiel, diese Trades kann man zum Beispiel so. Zum Beispiel angenommen, der Terrace Sox würde halt ein Tackle nicht machen, zum Beispiel den verlieren. Dann würde er zum Beispiel diesen Big Hitler Trade zum Beispiel in No bekommen halt, ne? Also diese Trades werden nur aktiv nach einer Zeit. Wenn man sie wirklich, wenn irgendwas passiert ist, zum Beispiel Big Hitler zum Beispiel, wenn zum Beispiel Terrace Sox den Big Hitler auf No hätte und den und ein Tackle nicht hinbekommen sollte, dann würde dann auch in den Trades stehen, zum Beispiel hier, wenn man im Pausenmenü drückt, halt auf hier Development Players oder sowas, keine Ahnung, oder Progress Players, glaube ich, heißt das, keine Ahnung, wie das heißt, würde jetzt zum Beispiel No stehen oder sowas. Und dann natürlich würde der auch keine starken Tackles mehr machen. Hier haben wir Klatsch zum Beispiel, da kriegt er halt, wie gesagt, diesen Boost. Und natürlich jede Position hat natürlich sein Spezial hier, D-Line Spin, D-Line Swim, D-Line Bull Rush, High Motor, Predictable. Wie gesagt, muss man halt sich das alles hier sich durchlesen. Ist ja nicht so schlimm. Wer Englisch kann, sollte es auf jeden Fall sich angucken. Mein Handy hat gerade was gemacht. Nein, hat es doch nicht gemacht. Entschuldigung. Genau. Scouting. Naja, Spieler halt scouten und so weiter und so fort. Genau. Gucken wir uns jetzt mal Confidence bei mir mal an. Ach nee, Quatsch, ich wollte ganz woanders hin, Entschuldigung. So. Genau, Start Game Prep. Genau, View History zum Beispiel. Und dann siehst du hier zum Beispiel auch hier, der ein oder andere hat das und das gemacht. Genau, Confidence. Guck mal hier, ja, nach dem Trade, den ich ja bekommen habe, halt, ne, den Acker dazu. Hier, Don't Know the Playbook. Confidence minus 10. Das ist eigentlich glaube ich, nur deswegen halt, weil er nicht meine Chemie passt halt. Hier, Jared Allen sagt zum Beispiel jetzt im Week 4 Spiel halt, we are on a winning streak, da kriegt man halt plus 1. That was a huge win at home, haben wir insgesamt 6 bekommen. Terrence Brook, that was a huge win. Das ist natürlich für jeden natürlich unterschiedlich, wie er natürlich das empfindet. Ja, hier zum Beispiel auch hier, we are on a winning streak, I should have more tackles, dann natürlich noch minus 3, that was a huge win at home. Natürlich, wenn man natürlich heimsiegt, kriegt man natürlich mehr, natürlich auf, sag ich mal, auf die Reihe so, oder beziehungsweise so mehr Lust, sag ich mal, als wenn man auswärts natürlich gewinnt, halt, ne, weil Fans sind genau hinter denen und es wäre natürlich auch traurig, heim zu verlieren, sagen wir mal so. Genau, hier zum Beispiel Flacco, mit dem habe ich ja gegen die Chiefs ja 5 Touchdown Passes geworfen. Genau, hier I'm Player of the Week, we are on a winning streak. Aber jetzt war es a huge win at home. Und I threw 3 Touchdown Passes. Ja gut. Dass er natürlich jetzt 3 Touchdown Passes plus nur plus 1 Confidence bekommen hat, ist natürlich ein bisschen traurig.
Aber das ist ja egal, der hatte eh schon 99 Konfidenz gehabt, darum ist es jetzt nicht so wichtig. Ja, guck mal, hier zum Beispiel der Freeman, den ich mir über die Saison geholt habe, die auch in der Offseason. Der hatte auch momentan jetzt nur 19 Konfidenz, das merkt man auch zum Beispiel in der Coverage, dass er nicht so mit nicht so viel Lust hinterher geht zum Ball als sonst. Genau, German Gresham mit 45. Ja gut, jetzt fehlen jetzt die nächsten zwei Spiele Tidens, das wird nicht so schlimm sein. Ja. Natürlich kann man hier so alles nachverfolgen, hier, so was in Week 4 zum Beispiel passiert ist. Ja, man kann auch natürlich bei jedem einzelnen Spieler natürlich oder bei jeder einzelnen Position sich angucken, was jetzt so passiert ist. Halfbacks, Fullbacks. So hier. Genau, Progression Recap halt zum Beispiel. Was hat man die ganzen XPs und so weiter eingesetzt hier? Sagen wir mal hier. Hudson hat den Consistency 2 plus 2 bekommen. Kenty hat Awareness plus 1 bekommen. Arrows hat Pursuit plus 1 bekommen. Conley plus Awareness. Rice PC Vision plus 1 und so weiter und so fort. Also man kann halt wirklich alles nachgucken, was man gemacht hat. Genau, hier auch zum Beispiel hier noch unter dem, wie heißt er nochmal, keine Ahnung. Unter den Owner steht hier zum Beispiel Confidence halt. Oh. Grün natürlich halt voll aufgedreht. Overall natürlich jetzt nicht so gut. Und Offense und Defense, obwohl eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Weil wie gesagt, wenn man sich jetzt hier bei Progression Players anguckt, Offense habe ich 88, 86. Muss man sich nicht immer vertrauen halt so drauf oder drauf verlassen. Genau. Wie gesagt, Confidence natürlich immer unterschiedlich bei jedem Spieler, der viel spielt und viel Erfolg hat, der hat natürlich viel Laune. Ich habe jetzt schon hier mittlerweile viele auf 99. Boah, leck. Gut, Matt Adam, Charles Woodson und Jimmy Smith. Gut, das sind halt so drei Starting-Spieler halt natürlich, wo man sagen muss, also bei mir natürlich keine Interception haben. Natürlich, das zieht natürlich auch viel ab. Aber halt viel gesagt hier, wenn man, ich sag mal so, wenn man viele Siege hat, dann kann man auch die Leute auch gut bei Laune halten. Natürlich, hier sind so alles jetzt so Spieler, die jetzt nicht so Starting spielen. Wenn man sich jetzt mal so das Overall von denen sich mal anguckt, hier Joel Freeman mit 78, 69, 70. 60. Gut, Jermaine Gresham. Da jetzt mein Dennis Bitter jetzt verletzt ist, ist er natürlich jetzt Starting, aber ich denke, der wird wahrscheinlich auch demnächst wieder gute Confidence mit dabei haben. Sobald dann wieder der Dings wieder. Der Typ Bitter wieder. Gesund ist, sag ich mal so. Jared Orlik. Wie gesagt, 50 ist halt das Normale halt. Boswell ist ja auch gerade erst dazugekommen bei mir. Ja, genau. Bei Depth Charts kann man, wie gesagt, wie ich im Free schon besprochen habe, kann man halt nachschauen, wenn das jetzt mal geladen hat. Genau. Flacco mit einer Overall von 87, aber mit einer Confidence von 99, hat einen Confidence Modified Overall bei 92. Wie gesagt, halt hier. Short Accuracy, Middle und Deep Accuracy natürlich jetzt mit einem Boost. Bei anderen Spielern ist es nicht anders. Genau. Ray Rice mit 83er spielt sich wie ein 86er. Hat Elusive, Ball Carrier Vision, Carrying, Trucking und so weiter und so fort. Auf jeden Fall den Boost. Die haben alle natürlich den Super Boost. Das ist ja natürlich toll, ne? So, Wide Receiver. Ah, genau. Hier kann man auch mal das Gegenteil sehen. So, der Brandon Tate mit etwas schlechteren Werte. Genau. Mit 73 spielt sie wie 70. Gut, er ist auch bei mir nur Kick Returner, also von daher. Ist da großartig kein Platz. Ach, nicht wundern, das ist normalerweise Dennis Pitta, aber der Computer rückt dann automatisch auf. Bei sowas. Vorher haben wir noch irgendwas, woran wir uns das nochmal angucken können. Genau, vielleicht mal den. Ich lasse mal heute mal den Holiday, morgen mal den Holiday spielen. Genau, hier haben sie auch gerade hier ihren Boost.
Yujimoro mit 98 Pass Block, Impact Blocking 92. Super Wagner mit 90 Blocken, 89 Impact Block. Ja, wie gesagt, jeder hat da irgendwie so seinen Boost hier. 99 Press, Alter, das ist ey. Ja, ist kein Wunder, dass ich so gerne auf Press spiele, aber egal. Genau, auch selbst die Panther haben zum Beispiel hier der TJ Conley mit 91 Kick Accuracy. Gut, bei Tucker, wie gesagt, 99er Overall mit 99er Confidence macht natürlich auch ein 99er Modified Overall. Und die Kick Accuracy kann halt auch kein Boost mehr bekommen. Oh, leck, Alter. Hier, Alter. Egal. So. Was haben die Schemes auf sich? Habe ich jetzt gerade noch so gelesen. Genau, das noch hier das nächste halt, auch selbst wenn der Quarterback auch eine gute Confidence hat. Es wird immer noch, es ist halt immer noch so, dass der, dass nicht jeder Pass ankommt. Quarterbacks sind auch letztendlich Menschen und Wide Receiver oder beziehungsweise alle Spieler sind so gesehen auch noch menschlich. Fehler macht jeder, das ist natürlich klar. In der NFL ist es natürlich nicht so angebracht, wenn man einen Fehler macht. Aber natürlich passiert halt, dass man den nicht fängt. So, und muss man halt damit leben, halt, dass er mal ein paar Meter daneben wirft oder so. Wie gesagt, passiert halt. Auch natürlich unter Druck ist natürlich auch ist es natürlich auch anders, den Wide Receiver zu finden, als wenn man ohne Druck halt wirft. So, genau. Schemes war natürlich auch so eine Frage hier gewesen, wie das funktioniert. Ja gut, hier. Genau, geht man auf. Was war das nochmal gewesen jetzt hier? Team Roadmap, genau. Geht man auf Schemes. So. Genau, jetzt kann man hier sich angucken, hier, was für also ein festes Playbook du nehmen willst halt. Jetzt, ich habe hier von John Harbaugh momentan die beiden Playbooks drin. Spielt sich halt, wie gesagt, bei meinem Team sich gut. Genau. 4-Run und 3-4 Attacking habe ich jetzt zum Beispiel drin. So, die Schemes sind dazu da halt, damit sich die, damit sich Teams zum Beispiel sich darauf konzentrieren oder einen kleinen Boost halt, sagen wir mal so, auf die einzelnen Spieler halt geben halt, ne? Zum Beispiel Strong Arm wäre, wie gesagt, oder sollte man sich auch auf jeden Fall sich an den Running Back oder an die Spieler sich halten, zum Beispiel. Da man ja weiß, dass man ja nur ein Quarterback Gott sei Dank hat, kann man sich auch sich daran festlegen, ob man jetzt was man für Quarterbacks bevorzugt, sag ich mal so. Und demnach werden auch ihre Werte auch so ein bisschen verändert halt, ne? Natürlich, wenn ich jetzt auf West Coast natürlich jetzt gehe, bei Flacco, wird er natürlich jetzt keine 87 mehr haben, sondern wird sich wahrscheinlich sich mehr darauf konzentrieren, halt in Speed Rating und was gibt's noch, den Trucking und so weiter halt, dass er ein halber Running Back halt auch unter anderem wird man sich darauf konzentrieren. Bei Strong Arm natürlich halt, ist natürlich klar, wird natürlich seine Hauptfähigkeit natürlich verwaltet halt und wird dann halt ein viel besserer Werfer auf dem Feld. Gut, Halfbacks, natürlich Speedback, jetzt bei Ray Rice natürlich perfekt. Ja, wie gesagt, bei Wide Receiver würde ich den Tipp geben, da es ja natürlich drei Teile davon gibt, würde ich ein bisschen testen halt. Man kann ja halt, wie gesagt, kann man ändern und dann halt mal gucken, wie die Werte sich verändern, halt die Overall-Werte halt, ne. Mein Tipp wäre halt, nicht auf den Besten zu achten und zu versuchen halt, dass der beste Wide Receiver von euch, von eurem Squad, die besten Werte haben, sondern dass ungefähr alle denselben Wert ungefähr haben, den Durchschnittswert. Weil es bringt nichts, wenn du jetzt ein 84, sagen wir mal einfach geisteskalt, weil 84er Wide Receiver hast du und er hat jetzt durch die Schemenänderung jetzt auf einmal 89 und der Rest hat irgendwas bei 75 oder sowas. Das bringt natürlich nichts. Man kann ja nicht immer ständig auf den einen und denselben Wide Receiver spielen. Irgendwann geht er verletzt oder wird nicht frei sein. Es wird irgendwann mal so die Zeit so kommen halt. Das muss man halt leider akzeptieren. Und dann muss man natürlich die anderen finden. Und wenn die anderen das nicht gut genug sind, sagen wir mal so, oder nicht in diese
Scheme reinpassen, dann werden sie auch schlechter spielen halt. Natürlich. Natürlich jetzt nicht an mir hier abgucken oder so. Natürlich, jedes Team ist natürlich jetzt anders natürlich aufgebaut. Und man muss halt darauf achten. Man muss halt, wie gesagt, ein bisschen darauf achten halt, was die selber für Spieler sind halt. Das kann man auch ganz einfach gucken, indem man einfach jetzt hier zurückgeht. Ist natürlich ein Umweg, aber es wird sich allemal lohnen, wenn man es vernünftig einstellt. Und zwar, jetzt bin ich mit dem Headset drin geblieben. So. Genau, Quarterback, Joe Flacco, drückt man einfach X. Und dann sieht man hier Quarterback Strong Arm. Passt natürlich, Schema, der gehört zum Power Run mit dazu. Passt auch natürlich einigermaßen. Hier, Madison Bowden hat natürlich jetzt ein bisschen so ein Balance Quarterback mit Power Run. Keith Wenning, auch ein Power Run zum Beispiel, halt mit Schema her, mit Balanced. Natürlich, je mehr Power Run, sag ich mal, Spieler im Team sind, desto besser werden sie auch insgesamt halt, ne? Voneinander. Natürlich jetzt hier Frank Gore mit als Powerback. Genau, das kann man ja mal testen, weil das würde mich jetzt auch einmal interessieren. Ich habe jetzt gerade den Frank Gore mit 83 gehabt, genau. Den Frank Gore mit 83, das war ein Powerback gewesen. Ändern wir doch einfach mal und gucken mal, was passiert. Wie gut er danach wird. Genau. Stellen wir auf Powerback. Ich hatte es vorhin auf Speedback gehabt. Glaube ich. Hoffe ich mal zumindest. So. Genau. So. Einen Moment. So, der Speedback hat ich gehabt. So. Gucken wir uns jetzt mal angucken. Ich bemerke sich. Ray Rust, glaube ich, hatte 83 und ich glaube der Frank Gore auch. Guck, da hat der auf einmal der Ray Rust nur noch 81. Weil er gehört natürlich als mit seinen. Wie viel wiegt der? Och, der ist ja fast genauso schwer wie der. Ja gut. Mit seiner 212 ist er nie deutlich der leichteste hier. Passt natürlich jetzt nicht so in die Schema rein halt, ne? Weil er ist ja mehr ein Speedback. Wie man sehen kann. Ich glaube, der Tyler Farrow, der ist glaube ich eher. Ja genau. Den hat es auch gut getan. Der war natürlich jetzt davor ein 71er gewesen. Der ist jetzt ein 72er gewesen. Bernard Pierce ist glaube ich jetzt ein. Genau, One-Cut. Running Back. Er ist jetzt ein 83er, wie gesagt. Ich glaube, da werden sich auch die Werte sich auch dementsprechend sich verändern. Kann man ja gerade bei Death Chart mal gucken. So. Ich glaube, dann werden die Werte ganz woanders sein. Ach nee, die bleiben sogar gleich. Okay, gut, dann habe ich mich geirrt. Dann lassen wir das auch so. Ich würde es wieder sagen, ich mache es wieder zurück, weil dem Frank Gore hat es nämlich nicht geschadet, auch auf Speedback zu gehen. Natürlich auch meine Empfehlung, versucht mit so vielen Running Backs wie möglich zu spielen. Das irritiert natürlich den Gegner natürlich vor allem und auch ein bisschen Abwechslung, weil wie gesagt gegen die Chiefs, wenn der von der Chiefs Coach auch mit den Charts auch werfen könnte, hätte er es auch garantiert. Glaube ich auch ein Playbook, es gibt auch einen Spielzug, eine Wildcat, wo man auch passen kann. Aber da gibt es glaube ich nur drei Passrouten. Das ist aber egal. Wie gesagt halt, ein bisschen durchvariieren, dann hat man nicht so viele verletzte Spieler auf jeden Fall. Und ja. Kann man da noch erzählen? Ich gucke gerade mal kurz ins Forum. Hat mir jetzt noch irgendjemand noch danach geschrieben? Nein, hat mir auf jeden Fall nicht. So. Ja. Genau. Wenn man natürlich jetzt Halfback sich anguckt, hat wieder Ray Rice. Der Ray Rice wieder 83 Overall. Gut. Man hat natürlich jetzt nicht gemerkt, natürlich hat man es jetzt nicht so genau gesehen. Der Ray Rice hat dann natürlich jetzt einen kleinen Boost in Trucking gehabt zum Beispiel. Nee, Quatsch. Ich glaube, das war jetzt gerade wegen Death Charts, glaube ich, gewesen. Genau, man merkt sich, Trucking hat er jetzt normalerweise 68. Aber durch den Boost hat er jetzt 72. Ja, wie gesagt halt, die Werte verändern sich, je nachdem, was natürlich das Team bevorzugen tut.
genau, gibt's noch was zu erklären, was ich noch beobachten sollte? Wie gesagt, Game Prep halt ganz, wie gesagt, ganz wichtig. Genau, wie gesagt, halt Confidence natürlich halt oben halten, weil ich bin jetzt mal so gemein und ich werde jetzt mal auf die einzelnen Quarterbacks mal hier mal so ein bisschen umschalten und werde jetzt mal zeigen, was die für eine Confidence haben. Genau, gehen wir mal rüber zu den Redskins. Ja, RG3 mit 70. Gut, Spencer Stanton hat natürlich jetzt als dritter Quarterback keinen großen Einfluss. Guck, Brian Griffin und Drew Brees mit 78 zu 43. Russell Wilson mit 92. Ist natürlich abhängig, natürlich. Wie gesagt, ich gebe euch den Tipp, auch im Spiel könnt ihr zwar auch die Confidence steigen lassen, aber ich gebe euch den Tipp auf jeden Fall. Versucht nicht bei Third und Long irgendeinen riesigen Pass, einen Hail Mary Pass oder sowas zu machen. Und versucht da aus großer Verzweiflung den Wide Receiver da tief anzuspielen, obwohl er da komplett gedeckt ist halt. Wie gesagt, es bringt einfach nichts. Wenn ihr die Punkte habt, wo ihr sagen könnt, so ja, damit kann man leben, wenn er noch mir noch einen reindrücken sollte, dann macht irgendwie, keine Ahnung, versucht irgendwie mit einem Kurzpass vielleicht per Yak, nennt sich das ja, Yards after the Catch, versucht ein paar Yards zu machen mit dem Wide Receiver. Das bringt natürlich den Confidence vom Quarterback nicht so durcheinander, wenn er natürlich eine Interception wirft. Weil natürlich, wer von euch als Quarterback würde sich noch gut fühlen, wenn ihr einfach mal eiskalt 5 Interceptions im Spiel geworfen habt? Wer würde sich danach gut fühlen? Wer würde danach noch Glauben an sich haben? Keiner. Darum, macht die sicheren Dinge einfach nur. Oh, da schaut's immer, haben wir noch mit 86, ja egal. 36. Ja. Was gibt's noch nie? Genau. Wie gesagt, halt, Confidence ist halt so nicht so eine Sache mal halt. Und ich denke auch ganz wichtig, auch zu berücksichtigen. Confidence kann natürlich durch Trades, durch System, also durch dieses Schema natürlich sich verändern, auch durchaus. Was kann sich noch denn verändern? Zum Beispiel auch, wenn du jemanden aus der Free Agency natürlich holst, kann sich natürlich das großartig verändern. Durch das Spiel allgemein, Trades. Habe ich noch schon was gesagt? Nee, ich habe noch nichts gesagt. Das kann sich noch den beeinflussen. Ja, natürlich durch Rivalen gewinnen, Heimsieg, Auswärtssieg, je nachdem halt, eigentlich fast durch alles. Und noch um die Frage noch von Dennis noch, nochmal drauf zurückzukommen. Da ich ja momentan aktueller Super Bowl-Sieger bin in der NFL. Man kann fast durchaus mit jedem Team Super Bowl-Sieger sein. Es ist natürlich halt schwierig. Man muss halt versuchen, halt drauf zu achten. Es ist vieles abhängig natürlich davon. Von den Teams halt. Es ist natürlich, das eine ist halt Confidence. Dann natürlich, wie gut man selber ist. Wie gut man natürlich selber das Verstehen hat natürlich von Football. Natürlich jemanden, der Ahnung von FIFA hat und keine Ahnung von Football hat, oder der noch nicht so lange im Football, sag mal, oder Madden Geschäft ist, der wird natürlich lange noch nicht so gut oder so schnell einen Titel gewinnen. Natürlich, bei mir ist natürlich jahrelange Erfahrung. Also mein erstes Madden war wirklich John Madden 1993 gewesen, also da war ich ein Jahr alt gewesen, beziehungsweise gut, als ich angefangen habe zu spielen, war ich schon 3 Jahre alt gewesen, aber das ist ja egal, sagen wir mal so. Das war damals noch von den Super Nintendo gewesen. Aber das ist auch nicht so wichtig eigentlich, so gesehen. Es ist halt, wie gesagt, man muss halt nur lesen können halt. Man muss Offense, man muss Defense lesen können. Wie gesagt, da gebe ich auch den Tipp, sucht euch, wartet doch so 10 Sekunden, versucht nicht so schnell so zu snappen wie möglich halt, versucht so ein bisschen euch die Defense mal anzugucken, wie stehen sie, wie stehen die Wide Receiver, wie stehen die Running Backs, wie stehen die Cornerbacks, wie steht das Safety, oder was für Safety stehen da hinten, wer ist alles in der Box, wer könnte gleich alles zu Blitz ansetzen, muss man alles immer so ein bisschen beachten halt und versuchen halt zu lesen,
sich vorzustellen, wie könnte jetzt der Spielzug gleich aussehen. Und wenn man sich das vorstellt, wer in der O-Line wen decken wird, dann weiß man auch, durch welche Gap man auch durchaus laufen sollte. Natürlich klappt das nicht bei mir alles zu 100%. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ich habe ja auch schon ein paar Interceptions geworfen, sinnlos. Ist klar. Aber ich glaube, ab irgendeinem gewissen Punkt muss man geht's nicht anders. Wenn man weiß, wie es verläuft, braucht man auch kein Talent. Ich habe auch selbst kein Talent. Ich gebe es ja zu. Ich glaube, ich habe letzte Saison, glaube ich, 5 in 6, glaube ich, gemacht. Ich glaube, mehr war da auch nicht drin gewesen. Der Rest hat alles der Computer gemacht. Für mich. Ich glaube, der Computer ist hier nicht eine große Hilfe, auch manchmal im Spiel. Auch wenn es bei manchen nicht so ist. Ja, ich denke, ich habe euch damit geholfen, auf jeden Fall. Wenn ihr natürlich Fragen habt, dann fragt natürlich. Natürlich, ich bin euch natürlich dankbar, wenn ihr natürlich, wie gesagt, Donnerstag, 17.30 Uhr, das ist der 23.04. natürlich, ne, je nachdem, natürlich, wann ihr das Video natürlich guckt, läuft natürlich der Stream auf Ustream, über Ustream, sagen wir mal so, teilt das Spiel halt, Bills gegen Ravens, wie gesagt, es ist natürlich sehr spannend, natürlich die AFC East Champs gegen die AFC North Champs, so, genau, ich bin ja im Norden, gegeneinander spielen, 1-2 trifft auf nicht auf 4-0, und die angeblich beste Defense trifft auf die neuntbeste Defense, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, aber egal, wie gesagt, ich hoffe, es hat schon Spaß gemacht, wenn ihr Fragen habt, dann fragt, ne? Wie gesagt, im Forum, ich bin natürlich immer jederzeit für jede Frage fast bereit, Training geht auch, aber nur unter Voraussetzung halt, dass wir nicht mehr in der Saison gegeneinander spielen, weil auch ich irgendwo werde natürlich irgendwo meine Kartentricks nicht zeigen, obwohl ich mich eigentlich so ein Typ bin, eigentlich, der sich auf die Gegner sich einmal einstellt, als dass ich mein System dadurch durchspiele. Ja, wie gesagt, liked meine Facebook-Seite, liked meinen Twitter-Account. Mehr kann ich dazu jetzt leider nicht mehr sagen. Ich würde sagen, ich bin erstmal raus. Oh, okay, jetzt hat er einen Screenshot gemacht. Das ist natürlich jetzt auch interessant. So, ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis die Tage. Vielleicht bis morgen. Bis dann.